Lieber Jens, guten Morgen, liebe Mitglieder des Vorstandes der Bundesbank, liebe Freunde. Ich könnte mich sehr kurz fassen, denn ich könnte die Rede von Jens Weidmann von hinten nach vorne lesen und Sie würden feststellen, dass da kein Unterschied dazwischen ist. Aber ich möchte Sie deshalb nicht mit den zu sehr langweilen, denn Sie haben ja auch noch vor, heute Nachmittag nach dem Essen einen Zauberer und einen Mentalmagier zu hören, der aus dem Möglichen das Unmögliche macht. Und dazwischen muss ich dann irgendwie mich einreihen. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, aber für mich ist es die Gelegenheit, heute vor allem nochmal mich bei den Freunden der Bundesbank, den Vorstandsmitgliedern zuständig für Zahlungsverkehr und dem Stab auch der Bundesbank sehr herzlich zu bedanken für die hervorragende Zusammenarbeit im Bereich Zahlungsverkehr über all die Jahre, wo ich glaube, dass wir ein gutes Stück Arbeit gemacht haben, um die Grundlagen zu legen, weiter voranzugehen. Und ich sehe auch viele Leute im Saal, mit denen ich sehr gut zusammengearbeitet habe im Bereich des European Retail Payments Board. Auch bei Ihnen möchte ich mich bedanken für die gute Kooperation. Heute nur zwei, würde ich sagen, mehr grundsätzliche Überlegungen. Ich fange an mit dem Elementaren. Das vorrangige Ziel der EZB ist die Gewährleistung der Preisstabilität. Auch wenn heute die Politik ein wenig auf der ersten Seite steht der Zeitungen, ich glaube, für uns ist immer die erste Seite unserer Zeitung unser vorrangiges Ziel. Dies ist sowieso der beste und der einzig nachhaltige Beitrag, den wir leisten können, zu einem nachhaltigen Wachstum. Das wurde schon so von Wim Duisenberg, dem ersten Präsidenten, gesagt, wurde auch von Jean-Claude Trichet weitergeführt und auch, glaube ich, das heutige Direktorium der EZB fühlt sich dem sehr stark verbunden. Und ich bin sicher, in der Zukunft wird und sollte es auch so weitergehen. Seit der Einführung des Euro kommt die EZB über dieser Verpflichtung auch nach und setzt das Ziel der Preisstabilität um, indem sie die durchschnittliche Inflationsrate bei unter, aber nahe an 2% hält. Und das ist ein symmetrisches Ziel. Das ist auch für mich der Grund dafür, weshalb auch heute in Europa eine sehr große Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger weiterhin dem Wert des Euro-Vertrauens und der Versuch, aus dem Euro auszusteigen, sogar bei den extremen Parteien keinen Anklang beim Wähler gefunden hat. Dieses Vertrauen an die Währung und an die Institution, die sie leitet, ist natürlich auch an die Unabhängigkeit der Zentralbank geknüpft. Denn durch die Unabhängigkeit der Zentralbank soll verhindert werden, dass Politiker versuchen, sich die Wählergunst durch Maßnahmen zu sichern, die kurzfristig die Konjunktur beleben, aber auf lange Sicht der Wirtschaft und unseren Landen schaden. Dazu gehört auch, dass wir uns sehr gezielt distanzieren sollten von Politikern, die versuchen, voreilig unsere bewährte Strategie zur Erhaltung der Wertes des Euro zur Verfügung zu stellen. Anerkannt ist auch, dass die Ausgabe eines gesetzlichen Zahlungsmittels durch eine öffentliche Stelle erfolgen muss. Im Falle der EU obliegt es der EZB, den Euro, die Währung des Euroraumes, aber auch die Währung der gesamten EU, wie es im Vertrag steht,
diesen herauszugeben und auch über die Stückelung der Banknoten zu entscheiden. Deshalb finde ich es nicht akzeptabel, eine Situation, in der in bestimmten Ländern Euro-Stückelungen die Legal Tender sind, in einigen aus antieuropäischen oder populistischen Motiven zu verbieten. Dieser bestehende Konsens wird nun aber auch durch Initiativen des privaten Sektors untergraben, die von technologischen Innovationen ausgelöst werden. So sehen wir derzeit immer mehr Lösungen auf der Suche nach einem Problem. Ich komme nochmal auf das Thema Bitcoin und Kryptoassets zurück. Die nehmen für sich in Anspruch weder Vertrauen noch den Rückhalt einer souveränen Instanz zu benötigen. Das Paradigma staatlich gestützter Währungen, die von Zentralbanken geregelt werden, und die Rolle der Finanzinstitute als vertrauenswürdige Intermediäre lehnen sie ab. Es hat sich herausgestellt, dass diese selbsternannten Währungen, die genauer als Kryptoassets oder Tokens bezeichnet werden, ihren Zweck nicht erfüllen und gut umgesetzte Zentralbankmaßnahmen nach wie vor die einzige Grundlage für Stabilität sind. In der ursprünglichen Bitcoin-Vision wird das Vertrauen in einen bestimmten Intermediär durch den kryptografischen Beweis ersetzt. Das bedeutet mit anderen Worten, dass zwei Parteien unmittelbar miteinander Transaktionen abschließen können, ohne dass ein vertrauenswürdiger Dritter erforderlich ist. Grundlage dieser Transaktionen ist die sogenannte Distributed Ledger Technology, das mitunter bildhaft als Trust Engine der Kryptoassets bezeichnet wird. Mithilfe der Kryptographie und Mechanismen zur Konsensfindung zwischen gleichberechtigten Teilnehmern in einem verteilten System gewährleistet diese Technologie der DLT die Integrität und die Sicherheit von Datensätzen, die in einem zentralisierten System in den Händen einer verantwortlichen öffentlichen Drittpartei lägen. Nutzer von Kryptoassets können sich darum darauf verlassen, dass die zugrunde liegende Blockchains doppelte Ausgaben verhindern und auch Eigentumsrechte validieren. So die Theorie. Doch ganz ohne Vertrauen geht es nicht. Die Nutzer setzen auf die Intransparenz der Mechanismen, mit denen auf die gesamte Blockchain Einfluss genommen wird. Öffentliche Blockchains sind nach wie vor darauf angewiesen, dass zentrale Akteure bestimmte Aufgaben übernehmen, wobei diese aber häufig unbekannt und vor allem auch nicht rechenschaftspflichtig sind. Ein Protokoll muss angelegt, geführt und betrieben werden. Und die Transaktionen, die es unterstützt, müssen validiert werden. Entwickler und Rechnerbetreiber, die sogenannten Miners, nehmen Handlungen vor, die das Ergebnis öffentlicher Blockchains beeinflussen. Darüber hinaus hängt die praktische Nutzbarkeit der Kryptoassets stark von identifizierbaren Intermediären ab, die als Vermittler zwischen den Kryptoassets Ökosystem auf der einen Seite und den Finanzmärkten und der Wirtschaft auf der anderen Seite fungieren. Wie schon gesagt, müssen wir differenzieren zwischen den Assets, wie beispielsweise Bitcoin, und der Technik dahinter, wie beispielsweise Blockchain. Dabei lohnt es sich durchaus, den einen oder anderen Aspekt dieser Technik näher zu untersuchen, der auch für die Zentralbanken
von Interesse sein könnte. Unsere Aufgabe ist es aber nicht, die Einführung der Technologie in der Branche und in der breiten Öffentlichkeit an sich für sich voranzutreiben, sondern dafür zu sorgen, dass sich andere Präferenzen der End-Users auf sicherem Wege auch umgesetzt werden können. Aber die sich ändernden Präferenzen müssen zuerst festgestellt werden. DLT ist zwar ein notwendiger Bestandteil von Kryptoassets für sich allein genommen, aber nicht ihr definierendes Merkmal. Das einzige Differenzierungsmerkmal von Kryptoassets wie Bitcoin ist, dass ihnen keine Forderung zugrunde liegt. Darum ist es für sie schwierig, Preisstabilität zu gewährleisten. Sehr oft sind sie sogar deflationär ausgerichtet. Ganz entscheidend aber ist, dass hinter Kryptoassets keine souveräne Instanz steht und dass diese anders als bei Finanzinstrumenten den Inhabern keine Eigentumsrechte oder vertraglichen Rechte verleihen. Zentralbanken schaffen Vertrauen in das Geld als Wertspeicher, als Recheneinheit und als Zahlungsmittel, indem sie für die Stabilität der Währung sorgen. Doch im Gegensatz zu traditionellen Währungen verzeichnen Bitcoin in den letzten beiden Jahren extrem starke Schwankungen, wie Jens Weidmann schon eben vorgetragen hat. Die durchschnittliche Volatilität von Bitcoin lag in dieser Zeit bei fast 80% und die Volatilität anderer Kryptowährungen oder Assets war sogar noch höher. Und deshalb bin ich einverstanden, sie eignen sich schlichtweg nur zu Spekulationszwecken. Seit kurzem gibt es einige Kryptoassets, die möglichst geringe Wertschwankungen gegenüber einer Referenzwährung anstreben. Doch auch sie sind keine Alternative zum Euro. Diese sogenannten Stablecoins lassen sich weitgehend in zwei Kategorien zuordnen. Die einen sind mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert besichert, den anderen liegt ein Algorithmus zugrunde, der kontinuierlich Angebot und Nachfrage der sich im Umlauf befindlichen Einheiten abgleicht. Erwartungsgemäß verzeichnen diejenigen Stable Bitcoins die geringste Volatilität, die jede ausgegebene Einheit 1:1 mit Fiat-Währungen, traditionellen Fiat-Währungen besichern. Aber wenn dem so ist, aus welchem Grund sollte man dann auf eine Ersatzlösung zurückgreifen, wenn das Original zur Verfügung steht? Eigentlich nur dann, dass die Herausgeber dieser Ersatzlösung in die Kontrolle von vertrauenswürdigen Vermögenswerten eingreifen wollen, die in der Wirtschaft im Umlauf sind. Der Ersatz einer öffentlichen Währung durch eine private Währung. Die schwache Leistungsfähigkeit der Kryptoassets sollte allerdings kein Anlass zur Selbstzufriedenheit sein. Sie sollte uns vielmehr wieder vor Augen führen, wie wichtig das Ziel der Zentralbank ist, das einzige Ziel, vorrangige Ziel, die Preisstabilität zu wahren, nach oben und nach unten. Voraussetzung für das Erreichen dieses Ziels ist die Unabhängigkeit der Zentralbank, wie sie im Rahmen eines eng gefassten, aber eindeutig definierten Mandats gewährleistet wird. Die Zentralbanken dürfen nicht mit zahlreichen Zielen überlastet werden, besonders wenn sie nicht über die geeigneten Instrumente verfügen, um diese auch zu erreichen. Das würde nachhaltig das Vertrauen in die Zentralbank untergraben. Und dies bringt mich jetzt zu meiner zweiten Überlegung, die Rolle der EZB bei der Überwachung von Marktinfrastrukturen. Die EZB hat die im EU-Vertrag verankerte Aufgabe, das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern.
Daher ist der Regulierungsrahmen für Marktinfrastrukturen, über die das Clearing und die Abwicklung von Wertpapieren und Derivaten in Euro erfolgen, insbesondere im Zusammenhang mit zentralen Gegenparteien, also die CCPs, für sie ein besonderes Interesse. Dies spiegelt die systemischen Auswirkungen wider, die von CCPs in extremen Stresssituationen durch Störungen des Repo-Marktes oder die Kanalisierung von Liquiditätsengpässen in Richtung Banken, die auch geldpolitische Gegenparteien ja sind, ausgehen können. Dies wirkt sich wiederum auf den Liquiditätskreislauf in den Zahlungssystemen aus. Schließlich müssen sich die CCPs unter Umständen auf Zentralbanken als Kreditgeber der letzten Instanz stützen. Den Zentralbanken kommt daher bei der Regulierung des zentralen Clearings, ein Begriff, der weitgehend anerkannt, aber häufig leider missverstanden wird, also den Zentralbanken kommt in diesem Bereich eine sehr wichtige Rolle zu. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang deshalb einige Worte sagen zu den jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Regulierung von CCPs und insbesondere des Ergebnisses des Gesetzgebungsverfahrens hinsichtlich der Überarbeitung des Aufsichtsrahmens für CCPs, die Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen, sogenannt EMIR II. Und dazu die Empfehlung zur Änderung des Artikel 22 des Statutes des ISCB, des Europäischen Systems der Zentralbanken und der EZB. Die EZB hatte den EU-Gesetzgebern die Änderung ihrer Satzung einstimmig empfohlen, um klar festzulegen, dass die EZB über rechtliche Befugnisse in Bezug auf zentrale Gegenparteien verfügt und auch verfügen sollte zum Erhalt ihrer Währungspolitik. Dies hätte es ihr ermöglicht, ihre gesetzlichen geldpolitischen Aufgabe im Sinne der EMIR II wahrzunehmen. Wir hatten darauf hingewiesen, dass die EZB eine ausdrückliche allgemeine Befugnis zur Überwachung und Bekämpfung von Risiken nur im Zusammenhang mit ihrem Mandat haben muss, aber einschließlich eines breiten Ermessensspielraums in Ausnahmesituationen, in denen die Stabilität des Euro auf dem Spiel stehen würde und in diesem Falle auch die erforderlichen Maßnahmen ergreifen zu können. Ferner hatten wir wiederholt auch gewarnt vor den Standpunkten einiger Mitgliedstaaten, vor allem auch aus einem, der traditionell die Unabhängigkeit der Geldpolitik hochhält, die schließlich aber im Entwurf des geänderten Wortlautes von Artikel 22 wiedergegeben waren, über den die EU-Gesetzgeber beraten hatten. Wir hatten Änderungen in Form von drei Wörtern vorgeschlagen. Der Rat kam zurück mit Änderungen, die sich über drei Seiten erstreckten. Nach diesem Ansatz hätte die EZB keine Befugnis über die CCPs in der EU gehabt, was klar im Widerspruch zu ihrem Mandat als Euro-ausgebende Zentralbank steht. Dieses erfordert Befugnisse über das gesamte Euro-Clearing. Das heißt, wenn der Euro im Spiel ist, ist die EZB im Spiel, unabhängig vom Standort. Die EZB hätte in Bezug auf einige systemrelevante CCPs in Drittländern, die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, der ESMA, benannt wurden, eine abschließende Liste spezifischer und beschränkter Befugnisse erhalten,
welche die derzeitigen und künftigen Bestimmungen einer Emir II nachgebildet hätten. Also wir hätten uns nach dem aktuellen nicht Primärrecht, sondern Zweitrecht orientieren müssen. Und das wäre in unser Primärrecht eingeschrieben worden. Wir fanden, das wäre untypisch und zu detailliert für eine Zentralbanksatzung, die, wie gesagt, Primärrecht darstellt, und der EZB bei der Ausübung ihres geldpolitischen Mandats einen weiten Ermessensspielraum einräumt, wie auch wiederholt von dem Europäischen Gerichtshof bestätigt. Außerdem hätte es die funktionale Unabhängigkeit der EZB verletzt. Und dieses wurde insbesondere durch eine zusätzliche Anforderung verschärft, die eingefügt wurde, die besagt hat, dass die Maßnahmen der EZB im Einklang mit den Rechtsakten und mit den Maßnahmen stehen müssten, die im Rahmen dieser Rechtsakte ergriffen wurden. Das heißt, wir werden währungsgebunden gewesen an den Gesetzgeber in Europa, das Parlament und den Rat, was nicht im Einklang mit dem der Unabhängigkeit der Zentralbank steht. Angesichts dieser schwerwiegenden rechtlichen Bedenken kam deshalb der EZB-Rat mit Bedauern zu dem Schluss, dass der endgültige Wortlaut seine Empfehlung erheblich verzerrte und die wesentlichen Grundsätze des EU-Vertrags verstieß, einschließlich der unabhängigen Ausübung der Geldpolitik. Und deshalb hat der Rat die Änderung der Satzung mit drei Worten, wo wir vorgeschlagen hatten, zurückgezogen. Wie gesagt, mit Bedauern. Der EZB-Rat hat jedoch klar hervorgehoben, dass die Ziele der EMIR II von uns weiterhin unterstützt werden und wir uns voll und ganz verpflichtet, zu ihrer Umsetzung beizutragen, soweit dies rechtlich möglich ist und auch im Einklang mit unserem Mandat steht. Die EZB sieht in einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der ESMA und auch den anderen nationalen Behörden erwartungsvoll entgegen. Dies zeigt wiederum, wie wichtig es in heutigen Zeiten ist, dass Europa seine Reihen geschlossen hält. Und nicht später als diese Woche konnten wir lesen, wie weit die globalen Zahlungsverkehrsmärkte im Umbruch sind. Und besonders in den USA kam es in den letzten Tagen zu mehreren Zusammenschlüssen gewichtiger Zahlungsabwickler, die einen sehr weitgreifenden Eingriff auch in die europäische Realität bedeuten werden. Die Mega-Merger haben einen Wert von Milliarden von Dollar und es könnte noch weitere Merger hinzukommen in derart dynamischen Märkten, in denen Skaleneffekte eine entscheidende Rolle spielen. Wir dürfen uns daher nicht im Klein-Klein verlieren, sondern wir müssen selbstbewusst die Rahmenbedingungen des europäischen Binnenmarktes und auch die Wettbewerbsfähigkeit seiner Akteure stärken, ohne jedoch in protektionistische Wagenburgen zu verfallen. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Als Zentralbanken müssen wir unserem Kernmandat treu bleiben. Und ich bin überzeugt, dass wir das auch bei den personellen Veränderungen, die bei den europäischen Institutionen anstehen, besonders in unserem Bereich, tun werden. Stabilität, feste Verankerung in den Zielen des Vertrages ist für mich sehr wichtig. Als Zentralbank müssen wir auch bei Veränderungen und in Krisen in der Lage bleiben, uns auf sich verändernde Erfordernisse einzustellen und die erforderlichen Maßnahmen dann zu ergreifen. Das haben wir während der Krise getan
und wurde uns von höchstrichterlicher Warte auch nochmals bescheinigt, dass rechtens ist. Dies sollte jedoch nicht zulasten der Unabhängigkeit der Zentralbank gehen und auch nicht der Rechenschaftspflicht. Auch die haben wir mit den Non-Standard Measures erheblich erhöht. Letzten Endes werden wir danach beurteilt, wie wir Preisstabilität gewährleisten. Wir sind uns bewusst, dass Vertrauen der wertvollste Trumpf der Zentralbank ist. Vielen Dank. Lieber Herr Mersch, vielen Dank. Sie haben am Anfang Danke gesagt. Das darf ich auch, denn ich habe schnell nachgeschaut. Sie sind das mit Abstand am längsten im EZB-Direktorium vertretene Mitglied, denn Sie sind aufgrund Ihrer vorherigen Tätigkeit vom ersten Tag an im EZB-Direktorium vertreten, bis heute und bis 2020. Das ist was. Der Einzige, der immer stimmen darf. Der Einzige, der immer stimmen darf, sagen Sie. Eine schnelle Frage darf ich vielleicht noch, gebe Ihnen das Mikro zurück. Sie haben es angesprochen, große Veränderungen im Zahlungsverkehr in der Welt, weitreichende Eingriffe auch in die europäische Realität, haben Sie gesagt. Wettbewerbsfähigkeit stärken ohne Protektionismus. Nun gibt es viele Diskussionen, manchmal nennen es Klagen, über die Bevorteilung vielleicht von den großen Internetkonzernen. Wie sehen Sie das, wenn die in den Zahlungsverkehr, in das Bankgeschäft eingreifen? Gibt es hier ein Level Playing Field oder gibt es hier vielleicht doch Vorteile, die Google, Amazon, wie alle sie heißen, ein wenig nutzen können, noch, weil die Regulatorik hier noch nicht weit genug ist? Level Playing Field ja oder gibt es Handlungsbedarf? Nein, selbstverständlich gibt es kein Level Playing Field in einem Bereich, wenn jemand kommt, der eine viel breitere Aufstellung hat, wie diese Big Techs, haben sie einen Vorteil. Die Regulierungswut ist in diesem Bereich, wie Sie sagen, nicht sehr weit vorgedrungen. Ob aber die Regulierung jetzt darin führen sollte, dass wir den Incumbents, den sogenannten bestehenden Leuten, die im Zahlungsverkehr bis jetzt tätig waren, eine Festung bauen, das ist auch nicht, was der Bürger möchte. Und wir müssen halt einen Zwischenweg finden. Aber was natürlich wichtig ist, das hat sehr große Auswirkungen auf die Businessmodelle der verschiedenen Banken. Ja. Und die Banken können sich nicht nur auf die Regulierung verlassen, sie müssen sich auch der Innovation, den Innovationsanforderungen stellen und auch den Anforderungen der Bürger. Wenn die Bürger, und deshalb bin ich sehr einverstanden mit dem, was Jens Weidmann gesagt hat, Tipps ist ein Teil davon. Mhm. Weshalb soll man jetzt, wenn wir Tipps zu 0,02 Cent verrechnen, den Bürgern einen Euro fragen, um eine Echtzeitüberweisung zu machen. Also auch da sind die Banken gefordert. Ich glaube, das wird weiterhin eine interessante Diskussion zwischen den Banken, die natürlich im freien Wettbewerb tun können, was sie möchten in der Preisgestaltung, und uns trotzdem bereichern. Denn wir können nicht solche Preise vertreten, wenn sie dazu führen, dass wir im Innovationsbereich sehr nicht weit schnell in den Hintergrund geraten. Ich sage vielen Dank. Sie begleiten das weiterhin intensivst an neuer Stelle. Alles Gute. Dankeschön.